Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard auf der PlayStation 5. Ja, und das letzte Mal haben wir uns ja ordentlich durch die Mission durchgekämpft und haben auch den Boss dann noch gemacht, auch wo ich nicht gedacht habe, dass ich es beim ersten Mal schaffe. Boah, denn mit Bellatrix zusammen, boah, war der König, der verwirrt verzauberte König, ja, eigentlich meiner Meinung nach unmöglich zu besiegen, aber ich habe es dann doch geschafft. Wie ich es geschafft habe, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich habe es jedenfalls geschafft. Okay, und das zählt. Okay, jetzt meine Lieben, würde ich gerne mal schauen, was ich alles Neues habe, was ich bekommen habe und ob ich vor allem was Interessantes bekommen habe, das ich vielleicht sogar verwenden kann. Denn ich habe hier meinen abgetragenen schweren Kristallhelm an, den ich jetzt schon seit ein paar Parts trage, und den könnte ich ja eigentlich, jo, was haben wir da, der ist stärker, der ist sogar stärker, hat mehr Rüstung, Blitzresistenz ist mehr geworden, Eisresistenz kommt auch dazu, Gabenabklingzeit bleibt gleich, nur der Zornzuwachs, der fehlt hier, um 5 Punkte Rüstung, ich weiß nicht. Ausdauer-Regeneration habe ich dazu auch noch dabei. Nein, ich werde ihn aber trotzdem anlassen. Wegen der 5 Rüstungspunkte. Die sind mir da mehr oder weniger egal. Da werde ich... Moment, ich schaue noch ganz kurz. Muss ich jetzt wieder auf die Uhr schauen? Da machen wir bis 3 Viertel. Weil mein Handy hat sich gerade verabschiedet. Also der Akku müsste ich wieder aufladen. Okay, na egal. Ich schaue da so drauf. Das macht nichts. Das macht nichts. Da halte ich ein bisschen Auge auf die Uhr. Auf die normale Uhr. Wer schaut heute bitte noch auf normale Uhren? Ne? Niemand mehr, oder? Okay, gut. Dann lassen wir das so, ja. Schauen wir weiter. Was haben wir dann als nächstes? Da haben wir auch was bekommen. Iris Liebreiz haben wir an. Dann haben wir da noch einen Iris... der ist noch besser, oder? Der war noch stärker. Obwohl, wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile... sind wir ein bisschen stärker noch geworden, haben wir schon 3728 Lebenspunkte. Ich könnte, da geht es um eines runter, da geht es um eines rauf, ja. Marginal mehr, ja. Das kann man gar nicht, ist ja gar nicht sogar, kann man, ja, ich gebe das rein, weil es wurscht ist. Jetzt habe ich das mit 3100, weil es ein bisschen mehr Heilungswert hat. Gabenabklingzeit, ja. Dann hier, ja, 24, das haben wir noch nicht. Diese Stufe haben wir noch nicht. Da brauchen wir noch 2 Stufen. Das wäre halt dann natürlich, das, also 2 Ladungen ist wieder natürlich, ja. 2 Ladungen ist fast zu wenig. Hier wiederum, oh, der wäre noch besser. Der wäre wiederum noch besser. Allerdings, der hat wieder, ja, Gesundheitssachen, ja. Das brauche ich jetzt gar nicht so. Da ist mir die Gabenabklingzeit wichtiger. Die wird da um 12% abnehmen. Nein, das ist mir dann nichts. Da ist mir die 100 Heilungspunkte, sind mir da auch egal. Nein, den nicht. Aber hier vielleicht. Da, okay. Das ist natürlich. Okay, ist aber. Okay, jetzt wird's. Obwohl, ja, ich habe 3,7. Ja, da wird es mir wieder die komplette Leiste auffüllen. Aber die Gabenabklingzeit, die ist mir halt schon, ist mir schon wichtig. Na, ich lass mir das, die Gabenabklingzeit ist mir noch wichtiger. Gut, dann, da wegen dem Schild brauche ich gar nicht viel schauen. Das schauen wir dann später drüben. Die Rüstung, genau, da haben wir genau das eben bekommen. Die ist zwar um einige schwächer, um über 100 Punkte, 120 Punkte, sogar über 120 Punkte, 125 Punkte mehr. Dafür Gabenabnehmzeit bleibt gleich, das bleibt gleich. Bewegungsgeschwindigkeit auch. Widrigkeit, das bleibt alles gleich. Und hier hätte ich Rüstungswert. Hier hätte, also habe ich Rüstungswert. Plus 12. Und Blutbonus, nein. Das gebe ich nicht einmal rein, ich sag's euch. Obwohl es ein legendär ist, nein. Die lasse ich. Nein, die lasse ich. Ich meine, ich hebe es auf, aber ich tue es nicht aktivieren. Na, doch nicht. Okay, dann hier. Feuertotem, was haben wir da? Was habe ich überhaupt an?
Ah ja, wegen einem Blutbonus. Kann ich auch nur schnell schauen, aber da hat sich nichts geändert, glaube ich. Da haben wir nichts Neues bekommen. Nein. Brauche ich gar nicht weitersuchen. Da, wie gesagt, ja, die Artefakte weiß ich da noch nicht. Sonst nur Sammlergegenstände. Ja, Runen. Ich bräuchte ja. Ah, diese eine goldene, aber ich brauche. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ein Erwa drauf. Die würde ich mir wünschen für einen Blutbonus. Okay, dann hier Ringe. Wisst ihr was, das schaue ich mir dann gleich da vorne an. Den habe ich jetzt eh oben. Da hat sich auch nichts geändert. Die Waffen wollte ich noch schauen, genau. Das machen wir aber alles gleich im Verkaufsbereich. Wieso mache ich das nicht eigentlich immer gleich im Verkaufsbereich? Weil wenn ich dann, könnte ich es gleich verkaufen. So schauen wir es immer voran und dann gehe ich wieder hin und schaue ich es wieder an und verkaufe es. Ne? Das könnt ihr gleich so machen. Ne? Ein schöner Tag, komm ich auch eigentlich relativ früh drauf. Gell? Irgendwie traurig. Okay, Gegenstände verkaufen. Okay, da haben wir gesagt, das verkaufen wir. Und das verkaufen wir auch. Ja, da haben wir gesagt, ja, weil es ein bisschen besser aber ist, aber na. Haben wir dann gesagt, ziehen wir trotzdem nicht an. Warum haben wir das gesagt? Ah ja, weil der Zornzubach auch noch zusätzlich war. Dann verkaufen wir es. Aufheben brauchen wir es auch nicht. So, dann hier, jo. Da haben wir gesagt, wenn wir was nehmen, dann einmal das eventuell. Jedenfalls das einmal nicht. Das gehen wir weg, das verkaufen wir. Das auch. Den einfachen. Hier hätten wir drei Ladungen, da hätten wir auch drei Ladungen. Das ziehen wir warum nicht an? Ah ja, wegen der Gabenabklingzeit haben wir gesagt. Dann könnte ich es aber eigentlich. Ich hebe es einmal auf, ist egal. Das gehen wir weg, das heben wir uns auf. Weil gut ist schon, drei Ladungen hat es, Abklingzeit auch nur drei. Ich hebe es einmal auf, wenn es wirklich einmal hart auf hart geht. Für einen Boss vielleicht. So, dann hier, jo. Das machen wir aber dann die Schilder. Seine Schild könnte ich verkaufen. Brauche ich nicht, na. Viel zu schwach. Und das bräuchte ich eigentlich auch nicht mehr. Das könnte ich ja auch. Für was hebe ich das noch auf eigentlich jetzt? Seitdem ich Briven habe. Verkaufen wir auch. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. So, okay, ja. Und von sonst das andere schauen wir dann dort an, bei den Waffen dann an. Ja, sowieso. Und überhaupt. So, dann hier bei den Rüstungen. Da haben wir gesagt, ja, das heben wir auf, weil es legendär ist, aber die Balheim-Robe brauchen wir nicht mehr. Und das ja heben wir auch auf. So, dann hier, Skaldstiefel, was können die? Skaldstiefel können, ja, ein bisschen was, aber zu wenig für mich. Dann hier auch nichts. Da auch nichts. Und das lassen wir alles wegen legendär. Da haben wir eh auch sonst nichts, glaube ich. Nichts zum Wegschmeißen. Das heben wir alles auf. Da haben wir gesagt, da wäre Bewegung und kritischer Lebens... Ja, na weg. Energie, Lebensraum, na... Wie gesagt, nur weil der Name so cool ist. Ich bräuchte es überhaupt nicht. Aber ich will es wegen einem Namen aufheben. Unbedingt. Die Wollschärpe. Moment, da habe ich aber auch Blutbonus plus 6, also ist es wurscht. Brauchen wir nicht. Weg. Und von den Waffen. Vanieriten Zweihänder, okay, der ist halt mega, der hat einen mega Punch, allerdings Zweihänder, weil es ein gewöhnlicher Gegenstand nur ist. Das ist, wenn da ein bisschen was dabei wäre. Darum nein, kommst nicht in die engere Auswahl. Auch er nicht, obwohl er drei Runenplätze hat. Nein, für einen Zweihänder sowieso viel zu schwach. Mittlerweile, auch hier weg damit. Der Streitkolben ebenfalls. Ist zwar Einhänder, ja. Für einen Einhänder ist er schon ordentlich. Puh. Ordentlich Einhänder. Aber auch nein.
Nein, nein, auch nein. Okay, dann ja. Und hier haben wir die Talismane. Da haben wir eh. Da haben wir eh, genau. Gut, dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt haben wir noch Gabenpunkte. Wir haben, was, 7 Gabenpunkte? Ah ja, die haben wir nicht verwendet das letzte Mal. Die haben wir ja nicht verwendet. Die sind alle noch von den Prüfungen, von den Götterprüfungen. Die haben wir noch gar nicht verwendet. Dann könnten wir aber, oder? Das könnten wir jetzt mal machen, oder? Aber wohin damit? Was haben wir da? Um den Rüstwert. Geht mittlerweile schon. Könnten wir auch auf 3 gehen. Der Rüstwert, dann haben wir das einmal auf 20. Blut für den, ja, den haben wir auf plus 20. Was war da? Bewegungseinschränkung durch Schwerrüstung. Das wäre auch... Ah, 24 ist jetzt schon. Das geht noch nicht. Das auch noch nicht. Also das haben wir nicht einmal freigeschaltet. Erhöht kritischen Schaden während Zorns. Ja, beim Boss. Und da unten reduziert die Beeinträchtigung durch Schilde beim Rollen. Erhöht die kritische Trefferquote, wenn die Gesundheit unter 25 fällt. Ja, darum, weil die habe ich eher noch nicht so genommen, weil es nicht so braucht. Reflektiert so viel Prozent des erlittenen Schadens auf die Angreifer. Das ist halt schon auch gut, ne? Das könnte ich auf jeden Fall mal machen, eines. Möge Tyr mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Dann, ach Gott, ist ja nicht umsonst erst bei 328. Erhöht Schaden mit Hiebwaffen. Ah, geht auch erst ab 23. Eieiei. Dann hier haben wir Gesundheit. Ja, aber wenn ich schon hab, machen wir's. Das andere ist erst ab 25. Dann haben wir das auch. Was war da? Combo-Blutgrenze. Was ist die Combo-Blutgrenze? Ja, mit den Kombos. Ja, okay, kann ich aber auch mehr Blut machen. Ist auch sinnvoll. Das könnte ich aber schon. Das ist wirklich gut. Die Blockchance. Gut, die habe ich eh schon. Die mache ich aber jetzt auf... Möge Tür mich für das für ihn auf 2 und 3. Auf 30% gleich. Das ist gar nicht so deppert. Was war da? Erhöht auch wieder Gesundheit. Den Schaden kritischer Treffer. Ja, aber das ist schon gut. Haben wir das auch auf 3? Und jetzt, was fehlt mir da? Das habe ich auf 2. Die aktiven, das habe ich sowieso schon auf 3. Was war das? Das war das. Zusätzlich kritische Trefferquote. Ja, dann gehen wir da auch einmal auf 2. Ja, und da sind wir eh schon wieder. Ja, passt. Ja, gut. 195 Jotunjahren haben wir bereits. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Okay, dann haben wir das auch gemacht. Dann haben wir die Gaben auch erledigt. Jetzt haben wir noch eine gute Viertelstunde. Eine gute Viertelstunde. Sollen wir da noch was anfangen? Oder soll ich mich noch über die vierte Götterherausforderung wagen? Soll ich mich da noch schnell drüber wagen? Über die vierte? Aber die wird ja jetzt schon ordentlich sein, ne? Die haben wir. Prüfung des Tier. Boah, benötigte Stufe 20. Also da bin ich... Und die dann 6 und... Boah. Oh, aber da kriegen wir schon schön was. Ja, ich probiere es. Probieren wir es. Ich kann auch für nichts garantieren. Ich kann jetzt für nichts garantieren, ob ich das überhaupt noch schaffe. Weil so leicht wird das jetzt nicht mehr sein. Aber wir probieren es. So. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Gegner jetzt da. Ist er eh, oder? Da ist keiner. Okay, so, muss mich jetzt konzentrieren. Ist der... Der Hund, ist das... Ist der... Ich habe keine Ahnung, ist das ein Gegner von mir jetzt? Oh, ja, auf den muss ich aufpassen. Ah, ist es eh kein Attentäter gewesen, kein Selbstmörder? So. Ist da Gift auch dabei?
Zumindest habe ich hier... Ah, ist schon wieder fertig, okay. Das ging jetzt relativ zügig. So, jetzt 19. Na komm. Bin leicht nervös. Ah, das sind diese, ja. Ah, der Wolf oder was das ist, der macht mir ein bisschen nervös hier. So, bis jetzt geht's halbwegs. Hätte mir blöder vorgestellt. So, ich lasse mal alle da ein bisschen auf mich so zukommen. Weil dann kann ich gleich mehr auf einmal. So, genau. Obwohl, habe ich auch nur zwei getroffen, aber ja. Okay. Vier noch? Oh, oh, aber welche vier? Aber welche vier? Oh, 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 oh. Das ist fies. Oh, die sind auch schnell, ne? Ich will ja nur mal... Okay, gut, wow. Okay, geht doch besser, als ich dachte. Okay, da, die sind schnell. Wow. So, Welle 2 abgeschlossen. Boah, jetzt schon 28 Gegner. Ich habe noch immer 3 Aufheilungen. Aber ich kann da auch noch zusätzlich aufheilen, also nicht so schlimm hier. Aber ich glaube, der Wolf trotzdem, ich darf ihm nicht zu nahe kommen. Der ist immer als Gegner da auch, oder? Ich glaube, helfen tut mir der nicht, oder? Das war gut. Oh, oh, oh. Das sind... Sind das so... Boah, das war gut. So, und schnell weg hier. Ich weiß nicht. Ich trau dem Vieh nicht. So, wie viel habe ich denn? Noch 10. Weittiere, oder wie heißen die? So, Entschuldige, ich bin ziemlich leise jetzt. Gerade. Aber das hat seinen Sinn und seinen Grund. Oh, oh. Oh, das war jetzt, wow, nicht so gut. Mann, da geht's zur Sache. Ah, falsche Richtung. Können die ärgern mich? Ich probiere was. Ah, okay, passt. Boah. Die Abklingzeit, ne? Die könnte noch ein bisschen schneller sein. Hätte ich nichts dagegen? Okay, wieder eine. So, jetzt noch 2 Wellen, oder? Ja. Oh Gott. Aber es geht, es geht. Ich finde es leichter wie die vorige bis jetzt. Bis jetzt. Oh, oh, das ist jetzt so eine, oder? Oder doch nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich mache fast alles nur mehr mit Magie, also mit dem Zauber hier. So. Mhm. Ups. Die halten schon auch was aus. Die halten schon ordentlich. Ich heile ich mal auf zur Sicherheit. Oh, oh, oh. Könnte ich mich eher mal auch. Dann habe ich wieder 3. Lieber ein bisschen auf Abstand bleiben. Ist am sichersten hier. Das kommt, glaube ich, eh wieder. Nach einer gewissen Zeit. Ja, passt. Das macht nichts, das macht man nichts. Ah, da war ich ein bisschen zu langsam jetzt. Ah, da war ich jetzt auch. Das geht besser.
Oh oh, oh oh. Wieder heilen. Na komm, ein Schlag noch. Okay, Puh. Ah, das sind wieder diese Mönche, okay. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Ah, siehst, es geht schon wieder dann die Aufheilung. Da kann ich da schon wieder drei Heilungen machen. Also das soll's, an dem soll es nicht scheitern. An dem soll es nicht scheitern. Ah, er heilt, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er ausgeheilt. So, genau. So, noch zwei. Oh, was? Was? Das Steinfrosch, jetzt haben momentan Krokodile gesagt, wie Krokodile. Das hat jetzt wie Krokodil ausgeschaut. Aber die, oh, ja, ja, die sind auch ganz schön. Bam. So. Welle abgeschlossen. So, und jetzt die fünfte und letzte. Ich heile mich noch einmal auf. Es geht eh schon wieder. Könnte ich hier auch schon wieder. So, wieder auf drei. Gut. Nein, nein. Ich werde dich nicht nur nicht besiegen, ich werde dich töten. Darum. So, 24. Puh. Ah. Mal bessere Ding noch. Jetzt wär's gut. Jetzt wär's gut, genau. Das war sehr gut. Es war gleich mal 4 an der Zahl. Ja, hör dich auf zu heilen, ne? Das bringt eh nichts. So, 5 haben wir. Ja, solange es nur ihr solche seid. Ihr seid das, es soll mal recht sein. Das war jetzt besser. Jawohl. So, als hätte ich den... Ja, gut, gut war das. Zorn hätte ich auch schon wieder. Ich hätte schon wieder Auffüllungen auch genug, also das wäre überhaupt kein Problem. Ja, vereist. Oh, aufpassen. Ich will mit Zorn noch warten. Kurz noch. Mann, die halten was aus. Ja, von hinten ist es am besten, wie gesagt, die. Da sind es wirklich sowas von anfällig. So, wie viel habe ich noch? 2 von 3, da geht's schon wieder. Ja, das ist ja mit dem Aufladen, ist kein Problem dann eigentlich. Dann ist es leicht. Dann ist es wirklich leicht. So, 4 noch. Der Tod erwartet dich. Da kommt doch am Schluss sicher noch ein ganzer Starker, oder? Hallo? So, ich heile mich noch einmal. Ah, okay, okay. Ein Hawkbui oder sowas? Ja, ein Hawkbui. Hallo? So, jetzt mache ich es aber. Oh, 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 oh. Boah, jetzt habe ich Glück gehabt. Der hat's. Boah, der hat ordentlich was drauf. Okay, der ist jetzt mega stark. Der ist mega stark. Der ist mega stark wieder. Oh oh. Jetzt wird's. Oh oh, jetzt habe ich nicht mehr. Schnell. Nein, ich habe keinen. Ah, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich gleich.
Ach Gott, das sollte sich aufladen. Das geht sich nicht mehr aus. Das, ja, ich hab's gewusst. Oh Gott, ei. Aber ist mir auch egal jetzt. Ja, es ist, ja. Oh. Aber ich hab die Rune. Prüfen der Götter, ja. Wiederholen, nein. Will ich nicht. Ah, der Hockbui am Schluss, ne? Der war ordentlich. Aber jetzt weiß ich, dann muss man da alle Wellen wieder machen, dann kannst du mich becken. Okay, gut. Okay, gut, dann soll es das gewesen sein hier in diesem Bad. Und das nächste Mal schauen wir dann. Bist du immer da gestanden? Wahrscheinlich. Dann schauen wir weiter in die nächste Hauptquest. Ich muss jetzt aber noch einmal ganz kurz schauen, was wir da bekommen haben. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Bis zur vierten Welle haben wir es ja geschafft. Da waren wir. Genau. Eine zufällige Rune Tier 4, genau. Und dann hätten wir noch bekommen einen zufälligen Gegenstand Stufe 24. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und einen Gabenpunkt, aber ja. Ja. Ist jetzt nicht so. Da dann dasselbe mit 5. Ja, das war jetzt mit dem, ja, dem Hockbui, der war, ja. Hab ein bisschen blöd gespielt auch am Schluss. Okay, na gut, dann jo, soll es das mal gewesen sein. Und das nächste Mal gehen wir dann wieder in eine Hauptquest rein. Und dann bin ich schon sehr gespannt. Wie lang es dann eigentlich noch geht, ich habe keine Ahnung. Okay, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen und das nächste Mal seid wieder hoffentlich alle dabei, wenn es dann wieder heißt Vikings. Bus auf Midgard. Macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.